Die Notlage des Hedgefonds Archegos von Investor Bill Huang bringt einige Großbanken wie Credit Suisse und Nomura in erhebliche Probleme. Anleger werden wahrscheinlich Milliarden verlieren. Da stellt sich die Frage, wie konnte es dazu kommen und muss jetzt mehr reguliert werden? Ja, es ist tatsächlich so, dass Bill Huang von Archegos Capital es geschafft hat, wieder mal Schlupflöcher zu finden, Geld außerhalb der Sichtbarkeit der SEC zu bringen, indem er ganz einfach Derivate gekauft hat, die CFDs, die auch verantwortlich waren unter anderem für die Finanzkrise 2008. Und so hat er die Meldeschwelle umgangen und konnte sozusagen dann auch einzelne Positionen höher als die 10% von Aktien im Portfolio halten. Und deswegen dann auch der Absturz der Aktien, die wir gesehen haben, weil die notverkauft werden mussten. Und natürlich müsste mehr reguliert werden, aber nicht nur in Deutschland sagen die Finanzaufsichtsbehörden, sondern halt auch natürlich in Amerika, weil die Anleger oder die Gangster, würde ich jetzt mal schon fast sagen, immer einen Schritt schneller sind. Wir analysieren auch den DAX-Rekord. Wie weit kann es noch nach oben gehen? Außerdem schauen wir wieder auf zwei Top-Empfehlungen, nämlich auf die deutsche Börse und Gold. Das alles hier bei Inside Markets X von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. 15.000 Punkte für den DAX. Wohin kann es jetzt gehen? Eigentlich waren diese 15.000 fürs Jahresende anvisiert, prognostiziert worden, aber die haben wir jetzt schon im ersten Quartal gesehen. Wie weit kann es für den DAX noch nach oben gehen? Natürlich die viele billige Liquidität, der Anlagenotstand, das Geld ist einfach da, die niedrigen Zinsen, die Alternativlosigkeit. Dahingehend habe ich ja gesagt, wir werden vielleicht sogar 20.000 Punkte dieses Jahr noch sehen. Es wird weiter aufgebläht und aus diesem Grund sind die Höchststände noch lange nicht erreicht. Wir sehen einen Melt-up, einen Crack-up-Boom und natürlich die Inflationserwartungen ebenfalls sind natürlich förderlich für die Entwicklung der Aktienmärkte. Wir sprechen gleich weiter, welche Strategie Anleger jetzt haben sollten. Aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Webinare der Tradinghouse Börsenakademie. Die nächsten Termine könnt ihr bequem von zu Hause, von der Couch, vom Büro aus wahrnehmen. Am 6. April großer Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er gibt einen praktischen Einblick, wie ein erfahrener Fondsspezialist am Markt agiert. 29. April erfolgreich mit Bluestar handeln. Wie wende ich das Trendfolgesystem richtig an? Und 27. Mai Handelsstrategien und deren Umsetzung, die besten Strategien für Einsteiger. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-haus.de. Kommen jetzt die 16.000 für den DAX ins Spiel. Welche Strategien sollten Anleger jetzt wählen? Vorsichtig, antizyklisch am besten. Ich würde weitere Standbeine implementieren als Gegengewicht und kein Klumpenrisiko im Portfolio haben, also nicht nur Aktien, sondern auch vielleicht Edelmetalle, Sachwerte, Bitcoin und so weiter. Aber ich würde Stop-Loss-Kursen natürlich implementieren, weil wir sehen ja auch gerade den Wechsel, den ich ja prognostiziert habe, weg von Growth-Aktien, also von Tech-Aktien hin zu Value-Aktien, also Blue-Chips und so. Und ich bin Freund von Rohstoffen, deswegen würde ich übergewichten Minen, Rohstoffe, Uran, Gold, Silber und so weiter, also als Minen im Portfolio. Um einfach da ein Gegengewicht zu schaffen, weil die Inflation wird die Rohstoffpreise natürlich nach oben bringen. Und wir schauen auf die Top-Aktien-Empfehlungen, zuerst auf die deutsche Börse. Und da hat die Schwankungsbreite des Börsenbetreibers in den letzten Monaten doch deutlich abgenommen. Der Wert hat sich zwischen 130,50 Euro und 141,50 Euro eingependelt. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Erst wenn das Wertpapier der deutschen Börse mindestens über ein Niveau von 142,20 Euro zulegt, dürfte sich eine klare Signallage auf der Oberseite mit Zielen bei grob 148,30 Euro einstellen. Darüber könnte die deutsche Börse-Aktie sogar in den runden Bereich von 150 Euro weiter vordringen, ehe wieder eine mehrwöchige Konsolidierung einsetzt. Eine Fortsetzung der bestehenden Seitwärtsbewegung wäre als neutral zu bewerten. Und wir schauen auf das Edelmetall Gold, das ja schon seit Sommer letzten Jahres in einer Korrekturphase ist. Nachdem zuvor deutliche Kursgewinne auf 2075 US-Dollar erzielt worden sind. Nach einem Jahrestief bei 1676 US-Dollar Mitte März setzte an dem dortigen Support eine Gegenbewegung an. Aktuell verliert Gold wieder merklich an Wert. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen deswegen hier eine Short-Chance. Gold verliert angesichts massiv steigender Aktienmärkte zunehmend an Attraktivität.
Unterhalb von 1.676 US-Dollar könnte der Gold-Future weiter auf der Unterseite durchgereicht werden und in den nächstgrößeren Unterstützungsbereich von 1.625 Dollar zurücksetzen. Weitere Unterstützungen sind um 1.600 Dollar angesiedelt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Frohe Ostern. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.